willkommen bei Haters und Neiders. Dies ist eine Saltiness True Production. Ihr kennt mich sicherlich von so viralen Hits wie und der Sexismus-Skandal. In letzter Zeit ist der Erfolg natürlich ein bisschen ausgeblieben. Das kann ich nicht so weiterführen. Deswegen habe ich mir professionellen Rat von meinem Freund Leon Content gesucht, der seines Zeichens viertschnellst wachsender Social Media Influencer von Deutschland. Das ist der gute Knabe, der macht, wie es der Name schon vermuten lässt, guten Content, wie zum Beispiel. Kleine minderjährige gespreizte Kinderfotze. Ja, und natürlich noch zahlreiche hochwertige Fotografien. Nach tagelanger Recherche habe ich jetzt endlich die Sache gefunden, die mich als Content Creator von Erfolg fernhält. Und zwar ist es ein professionelles Netzwerk, was dich nach außen hin professionell repräsentiert, wie in Leons Fall das Army Management. So zum Beispiel sieht jetzt die Fanpage von Leon aus. Wir haben hier eine Biografie. 2004 erster Umzug, 2008 erster Schultag, dann 8 Jahre nichts und dann erstes Musical.ly. Wie dem auch sei, als ich gerade auf diese Bilder von ihm hier masturbieren wollte, ist mir aufgefallen, dass hier ein kleiner Fauxpas passiert ist. Verpasse keine Neuigkeiten. Und da dachte ich mir, das ist dem professionellen Netzwerk bestimmt entgangen. Ich kontaktiere die lieber mal. Dann haben wir hier also die offizielle Management-Website. The Agency for Influencer, Models und Influencer. Influencer, Substantiv, Plural, Influencers im Englischen. Ja gut, so ein Ausrutscher kann ja auch mal passieren. Fan-Homepage, Enthusiast your fans with your... Moment. Enthusiast, Substantiv. Reorganize mit Z. Reorganize mit S. Consultation, Advice on Goals, Wishes and Motivations of the Artist. 5 Schritte zum Ziel. Die Inhalte unserer Seite wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Certainly know the situations you need. Models, Influencer, Artists, Graphic Artists, Designer, Fotograf. Your advantages. Lower costs. It is an organizational and literary... Adjektiv, literarisch, schriftstellerisch. Ich glaube, in der englischen Variante von der Seite ist hier gerade ein Problem. Ich switche mal lieber zur deutschen. So, du bist aktiv dabei und motiviert. Ja, auf jeden Fall. Los geht's. Professionelle und individuellen Aufnahmen mit ausgewählten Fanartikel. Treffe deine Fans und lass sie... Moment. Imperativ treffen, Präsenz aktiv, zweite Person Singular... Passend zum Thema suchen wir kreative Hotspots für ein spannendes Shooting aus. Die Inhalte unserer Seite wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Bildkompositionen, die zu einem Kunstwerk führen. Von spezialisierten Grafikdesigner. Gestaltung, trendige Textilerzeugnisse. Extras, wir entwickeln kreative Produktideen. Werbekampagne, Anpassung der Fotoaufnahmen. Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. Auf kleinen, limitierten und exklusive Fantreffen. Alter Schwede, ich habe jetzt auch auf jeden Fall richtig Bock auf so ein Event mit Nachholbedarf. Ja gut, das ist jetzt wieder die Seite, die vorhin in der englischen Variante so ein bisschen verbuggt war. Das ist jetzt besser. Wunschliste, Models. Sie suchen ein Model aus unseren Kartei aus. So, nämlich hier sind meine Vorteile. Hier zum Beispiel geringere Kosten, da ich alles aus einer Hand bekomme. Außerdem habe ich dann auch noch überschaubaren Ausgaben. Und adäquate... Ja, halt gute Ergebnisse. Alter, nice. Monkey Jones macht hier auch mit und das gleich zweimal. Ja, also ich muss sagen, das hat mich schon überzeugt. Ich bekomme jetzt einfach mal. So, da haben wir es ja jetzt auch schon. Trete über uns. Moment mal. Imperativ treten. Präsenz aktiv. Zweite Person Singular. Alles klar, let's go, bewerben. Da, Bewerbungsformular. Da, das hat auch den Vorteil, dass meine Privatdaten nicht an Dritten weitergegeben werden. Ich hasse diesen Dritten, ey. Der hat andauernd meine privaten Daten. So, Robin, Nostera, oh, was die alles wissen wollen. Geboren, was bist du? Alles. Wo bist du aktiv? YouTube, Kanalname. Ich glaube, ich habe einen Schreibfehler auf eurer Seite gefunden. Influencer. Im Plural ist Influencers. Leon ist toll. Und zack. Was? Oh, zack. Ja, ich würde sagen, das war jetzt schon ein ganz schönes Event mit Nachholbedarf. So, puh, da fühle ich mich jetzt gleich schon ein bisschen besser, da ich weiß, dass ich in guten Händen bin. Da kann es ja jetzt wieder steil gehen. Auf dem Hauptkanal geht es ja jetzt auch weiter. Und Mittwochabend, 20 Uhr wie gewohnt live. Und am Wochenende gibt es dann den 24-Stunden-Livestream. Jetzt geht's wieder steil bergauf. Leon Content hat es möglich gemacht. Ich habe wieder gute Laune. Wir sehen uns im nächsten Video. Und im Livestream.